Hallo Peter, willst du was kochen? Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Pete's Meat Kocht heute mit. Wie schnell kann ich das wohl? Wie schnell kannst du das wohl? Ne, das ist ein scharfes Messer. Ja, du kannst ja auch ein stumpfes holen, wenn du willst. Kannst du das überhaupt physisch schneller, theoretisch, wenn du wollen würdest? Das weiß ich gar nicht, ich könnte mal probieren. Da wäre der Finger abgewesen. Deswegen jetzt mit dem echten. Heute wird's gekocht und heute machen wir ein Gericht aus einem Videospiel, nämlich Joe's Spookies Fleischbällchen. Kannst du einmal das Buch zeigen? Fallout-Universum. Ja, bei Friendly Fire haben wir ja schon mal was daraus gekocht. Damals war es eine Kooperation und danach habe ich das Geschenk gekriegt. Das Buch finde ich mega cool. Und es wäre doch witzig, wenn wir mal ein Videospielgericht machen, weil Binging with Babish macht ja die ganze Zeit immer Seriengericht und so. Und wir machen jetzt Videospielgericht. Und zwar Joey Spookys Fleischbällchen. Ja. Joey Spooky ist ein Diner aus Fallout 4. Keine Kooperation. Werbung durch Markennennung. Maximal. Boah, Jinx, Alter. Ja, was darf ich jetzt mehr sagen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie Jinx funktioniert. Irgendwie klebt die Oberfläche, das finde ich irgendwie ein bisschen belastend. Ich habe die vorher abgewischt, ich habe ja alles vorbereitet, brauchen wir andere. Könnte sein, dass das so in dem Holz so nach einer Zeit drin ist, das Fett, weißt du, was so richtig reingewogen ist. Die können einfach das Fleisch drauflegen, jetzt hat schon direkt mariniert. Apropos Fleisch, also für, lies mal die Liste vor, die wir brauchen. Okay, wir brauchen 500 Gramm Hack, 280 Gramm Kalbshack, 200 Gramm Rindenhack, 2 Eigelb. Achso, ich dachte, du bist ein bisschen schneller. Das ist Rindenhack, das ist Kalbshack. Geil. Putenhack. Haben wir nicht. Gut, gab's nicht. Sorry. 2 Eigelb. Die liegen da schon. Geil. 125 Gramm geriebener Parmesan-Käse. Wir haben auch. So, eine mittelgroße Karotte. Check. Eine mittelgroße gelbe Zwiebel. Check. 8 Knoblauchzehen. Check. Panko-Paniermehl. Das ist check. Da. 2 Esslöffel getrockneter Basilikum. Basilikum gab es nicht. Wir haben italienische Kräuter. Oh, ist das gleiche. 1 Teelöffel gemahlene Fenchelsamen. Haben wir auch nicht. Sind italienische Kräuter. 2 Teelöffel Chilipulver. Das haben wir. 2 Teelöffel Salz haben wir. 1 Teelöffel Pfeffer haben wir. 5 Esslöffel getrockneter Oregano. Haben wir auch. Alter, was haben die denn für Oregano? Keine Ahnung. Weißt du, oh, ich habe kein Basilikum, aber ich habe 1.000.000 Kilo Oregano. Alter. Rapsöl. Ja, Öl halt zum Braten. Ja, da steht Öl. Dann haben wir 900 Milliliter Mariana-Sauce aus dem Glas. Das ist halt auch so, ne? Ist jetzt halt nicht. In dem Gericht wird halt, da soll man halt schon eine Fertigsoße benutzen. Also haben wir uns eine Fertigsoße gekauft. 60 Gramm ungesalzen, oder? Haben wir gesagt. Ja, die ist so ungesalzen. Ja. Oh Gott, da hab ich richtig zugegriffen, weil in der Liste stand nur drin Butter. Dann 2 Teelöffel Knoblauchpulver. Haben wir. Das verstehe ich nicht. Wieso nimmt man Knoblauchzehen und Knoblauchpulver? Ja, Knoblauchpulver ist gleich. Das ist für, also das ist quasi für die Butter. Okay. Also ich meine, da könnte man theoretisch auch gematschten Knoblauch reinmachen, aber vielleicht ist das zu krass. Wir gehen nach Rezept. Und 6 Sandwichbrötchen, aber nur 4. Ja gut, ich habe auch nur die Hälfte Fleisch. Ne? Also, achso, also machen wir eh nur die Hälfte. Wir machen nur die Hälfte. Was ich gerne von dir sehen will, hast du das schon mal gemacht? Eigelb von Eiweiß trennen? Ja. Ach verdammt, das ist langweilig. Das ist halt so 50-50 Chance. Ja, okay, das ist aber tatsächlich eine schlechte Chance. Dann hast du fast jedes zweite Ei machst du kaputt. So, wir haben jetzt nur Rinderhack und Kalbshack. Der Putenhack ging halt nicht, was soll man machen? Und jetzt kommen die Eier schon da rein. Das also dann nur eins. Okay, also quasi mehr oder weniger tun wir jetzt erstmal alles in eine Kiste. Eine Kiste, damit mein Schlüssel. Ich will dich jetzt hier nicht vorführen oder so. Ja, mach gar nichts. Ich will das nicht. Das ist mir durchaus bewusst. So, also das Eigelb das mache ich hier drin. Ja, und da komme ich jetzt Eiweiß rein. So, wo das ist richtig. Ich das ist absolut richtig. Du machst da quasi einen Teil und dann schüttest du genau hin und her. So mache ich das. Da habe ich das auch gemacht. Ja, ist auch richtig. Aber genau, bei dem Move, jetzt habe ich es geschafft, liegt drin. Aber bei dem Move verkacke ich es manchmal. Okay. Dann fällt es mir irgendwie raus. So, perfekt. Ja, aber wie gesagt. Ja, die Chance ist, so pass auf, wenn man jetzt. Oh nein! Blab! So, hier. Ich raspe mir jetzt mal kurz die Karotte hier weg, wa? Ja. Aber eine halbe dann, oder? Ja, Peter, wir haben ein Problem. Vielleicht ist die Raspe in meiner gewaltigen männlichen Kraft zurückgewichen und hat gerade gesplittert. Nicht. Ich gehe da etwas sanft daran. Okay, wie viel Parmesan? Ja, stimmt, nur die Hälfte. Ja, nur die Hälfte. Let op drep. Ja. Ich muss bei Leuten, die Karotten essen, muss ich immer an einen Esel denken. Ich weiß auch nicht, warum. Voll lecker. Hat es hier von die Hälfte. Hast du eigentlich einen Trick, ganz ehrlich, für das letzte Stück, ohne dass man sich nicht die Finger wegraspelt? Nein. Okay. Also ich mache dann immer wirklich bis zum letzten Stück rum und dann... Ja, kannst du die andere Seite abgebischen. Hast du jetzt die Hälfte rein, oder? Ja, die andere Hälfte esse ich gerade. Ja. Eine halbe mittelgroße Zwiebel gehackt. Also brauchen wir jetzt nur ein Viertel. Stimmt.
Möchtest du lieber ein Viertel Zwiebel machen und klein hacken oder vier Knoblauchzehen? Ist mir ehrlich gesagt. Wir haben nur ein Messer. Nein, wir haben ganz viele Messer. Was machen wir mit dem Rest? Gehen wir dem Hund? Also, ich bin ganz ehrlich, ich esse ja viel roh, ja? Aber ich finde Zwiebel einfach nur so, sich snacken, finde ich eben ein bisschen. Naja, du bist voll der Meister, dass du das so machst. Bei mir sieht das nicht so elegant aus, wenn ich das gleich mit dem Knoblauch mache. Das Messer ist halt auch echt nicht so geil. Hörst du, wie das sich quasi dadurch bricht und nicht dadurch schneidet? Dadurch muss man auch weinen. Wenn man ein gutes Messer hat, muss man nicht weinen. Deswegen muss ich zu Hause nicht weinen, wenn ich Zwiebel schneide. Ja, weil du hast wahrscheinlich ein gutes Messer und dadurch schneidet das einfach dadurch. Damit könnte ich meinen Arm durchtrennen, ohne dass das Und das ist echt krass. Dadurch werden diese Säuren nicht freigesetzt in der Luft, die dich zum Weinen bringen. Und jetzt kommt noch vier Knoblauch. Möchtest du das auch mal, oder soll ich das tun? Ja, kann ich auch machen. Übrigens ist das irgendwie so, was ich nicht verstehen kann, ist, ich mache das zu Hause auch manchmal, dass ich den Knoblauch schneide, einfach weil ich Schneideerfahrung, einfach weil ich schneiden möchte und lernen möchte, wie man schneidet. Aber es ist genauso gut, einen Knoblauch einfach in eine Presse zu hauen. Das mache ich meistens. Oh, ich stelle mich gerade voll blöd an beim Knoblauch. Ja, mach denkst du, der wird zusammengeschnitten, Peter. Das war jetzt die ganze Zeit voll lang. Peter verzweifelt am Knoblauch. Guck mal, jetzt klebt das hier nämlich und jetzt kann man halt eigentlich ganz gut. Verdammt, das ist mir schon wieder zerstört. Ah, da kommt direkt der Hund. Papa, nein. Das haben wir nicht auf ihn. Ja, du merkst aber, dass das nur Schalen sind, wa? Ja. Nee, Papa, jetzt gehen wir hier weg. Wir sind ja am Kochen. Warum, ich frage mich, warum nicht einfach alles reintun? Kannst du das dann so kneten? Nein, das geht nicht. Das Paniermehl. 40 Gramm. Wir haben die 1 Kilo Packung. Ja, das sieht doch gut aus. Das wäre meine Menge gewesen. Wir hätten es lieber prüfen können, ob ich komplett. Ja, aber das war schon, wenn wir nachher uns die Dinger in den Mund stecken und denken, boah, das schmeckt aber paniermehlig, dann wissen wir, das war zu viel des Guten. Aber wonach schmeckt das, wenn das zu wenig war? Ja. Italienische Kräuter. Guck mal, ob die abgelaufen sind. Ja, die können, sowas kann ablaufen tatsächlich. Läuft auch gern mal ab, weil man sowas zu wenig benutzt. 2020. Ja, ist gut. Haben wir noch nicht. Das ist zu wenig drin. Kräuter habe ich nicht extra gekauft. Ein Esslöffel, ja? Das ist ein Esslöffel. Nee, das ist ein Teelöffel. Scheiße, das wollte ja noch ein Esslöffel haben, dass ich sehe schon so wenige drin. Ja, guck mal, das ist aber fast ein Esslöffel drin. Ja, aber das ist ja nicht. Ja, das ist fast ein Esslöffel drin, aber das ist ja nur der Basilikumersatz. Ein Teelöffel gemahlen den Fenchelsamen. Jetzt brauchst du Moment. Teelöffel. Achso. Teelöffel jetzt. Naja, gut, ich denke, das ist die Kräuter. Wie schmeckt Fenchel überhaupt? Das ist so gerade, wo ich überhaupt nichts mit verbinde, geschmacklich, ehrlich gesagt. Frisch. Ist die Fenchel mit drin? Wie viel ist für dich eigentlich ein Teelöffel? Mehr. Ein gehäufter Teelöffel. So. So? Ja. Okay, krass. Wäre für mich auch. Okay. 5 Esslöffel getrockneter Oregano. Okay, aber wir hatten hier schon Oregano mit drin als Hauptzutat. Oh. Das heißt, ich würde sagen, wir machen von der Halbierung von 2,5, nehmen wir nur 2. Okay. Das ist echt viel. Holy shit. Ja, ist ja nur Oregano. Und das waren nur 2. Eigentlich hätten wir noch mehr gemusst. Ja gut, dann wäre da aber auch mehr Fleisch drin. Und Pfeffer ist ein Teelöffel, also ein halber. Ja, mal einfach ein bisschen rein. Weißt du, was wo ich nicht drüber nachgedacht habe? Ist bei den Soßen. Soll ich dir jetzt in die Hand nehmen? Nee. Da habe ich nicht die halbe Menge gekauft. Da brauchen wir eigentlich nur ein Glas von. Wir haben nicht genug Masse, um den Rest da rein zu. Gefühlt. Da musst du jetzt 12 Bällchen draus formen. 12 gleich große Bällchen. Das finde ich immer schwierig. Ich finde solche Platten immer verwirrend. Immer. Du musst das Schloss rausnehmen. Aber wie geht das? Wie hast du das jetzt gemacht? Jetzt habe ich gerade weggeguckt. Das ist halt nie erfahren. Ja, ich habe es aufgenommen. Alter, das sind schon Brocken, muss ich sagen. Alter, was ist das denn für ein Mini? Warte mal. Das ist so kleiner geraten als der Rest. Guck. Da war ich kurz abgelenkt, weil ich nebenbei noch Dinger machen musste. Alter, guck dir das mal an. Was ist das denn hier? Ja, das ist immer gut. Ich habe tatsächlich für solche Fälle zu Hause einen Schraubenzieher. Alter, du hast einen Schraubenzieher zu Hause? Ja, und dann gehst du einfach da rein und schraubst die Schraube. Ich muss jetzt, glaube ich, die Hände waschen, oder? Das steht nicht in dem Kochbuch. Nee. Nein, Piper, das ist das gleiche wie vorhin. Ja, du bist so ein süßer Hund, so ein süßer Hund. Da gibt es ja gar keine Dunstabzugshaube. Hab ich nicht gesehen. Guck ich einmal weg. Also. Ungefähr 10 Minuten musst du das jetzt machen. Immer wieder drehen. Keimer 10 Minuten. Fick dich, Peter. Das ist hier so ein richtiger Oschi. Das ist so Mama. Ja, aber
vorbei. Oh geil, guckt euch an. Ja. Die sehen wirklich jetzt schon gut aus. Aber jetzt auf niedrige Hitze, ne? Für eine Dose? 400 Gramm sind in einer. Jetzt müssen wir 20 Minuten warten, ne? Genau, und dann anschließend Punkt 3, wenn die Mozzarella, wenn Sie Mozzarella-Käse verwenden, was wir tun, jedes Fleischbrötchen mit einem Stück frischen Käse krönen und nochmal 2 Minuten abdecken, damit der Käse schmilzt. Also, während jetzt das braucht man noch 10 Minuten oder 15 oder so, irgendwie. Pi mal Daumen, oder? Bisschen. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit noch, schon mal die geschmolzene Butter mit dem Knoblauchpulver und dem Rest und 2 Esslöffeln Oregano fertig zu machen. Ja, und anschließend pinseln wir die hier ein und können die schon fertig machen. Beinahe können wir das ja quasi gleichzeitig essen. Wir müssen ja nicht erst die Fleischbällchen fertig machen, um dann hier abzugrillen. Ne? Dann müssen wir jetzt langsam aber sicher schmelzen. Geil. Alarm im Darm. Alarm im Darm. Ich hab noch ein Stückchen geschnitten. Gut. Ja. Gönnung. Ich bin tatsächlich so ein Typ, ich mag das nicht, wenn das so ist. Warum nicht? Ich finde das irgendwie unpraktisch. Aber ja, da bei dir fallen dann gleich die Fleischstückchen durch. Das stimmt, aber das gehört dazu. Richtig dicke Sandwiches gehören dazu natürlich auch Saison. Boah, das wird alleine schon geil. Das wird schon geil schmecken, glaube ich. So, die müssen jetzt in den Ofen hochklappen. Jawohl. Warum? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist Kindersicherung wahrscheinlich, ist mein Tipp. So. Okay, dann warten wir jetzt, bis die Brötchen fertig sind. Hallo! Ja, du hast auch Füße. Sind das die berühmten Clipschuhe? Ja. Ja, Pizza Meat? Geil. Tatsächlich, ja. Hat die Community alles scheiße, weil die zu teuer sind. Wir wollen die Umwelt retten, aber es darf nur 19 Euro kosten. So, Brötchen sind auf jeden Fall fertig. Ja, wir können die anderen ja noch ein bisschen drin lassen, aber ich hole mal hier so. Da gibt's nichts zu lachen. Nee, da gibt's auch nichts zu lachen. Ja, da hat sich einer verletzt und das ist nicht cool. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass auf jedes dieser Brötchen 3 Fleischbällchen passen. So, passt doch perfekt. Bisschen Marinade drüber. Das ist komplett mit Schokopeter. Also es schmeckt bestimmt lecker, aber das so zu servieren ist komplett mit Schokopeter. Ich glaube, dass es geil ist. Das ist voll heiß. Das ist noch heiß. Willst du auch ein Messer oder Gabel? Ja. Das sieht auf jeden Fall durch, ne? Das sieht gut aus. Ja, ist jetzt aber auch, sieht auch ein bisschen trocken aus, wenn man ehrlich ist. Das stimmt auch. Aber gucken wir mal, erstmal probieren. Schmeckt nach Oregano. Ja. Scheiße. Aber nicht so stark, wie ich dachte. Okay. Das Fleisch ist zwar trocken, aber aufgrund der vielen Soße nicht so trocken, wie man dachte. Halb? Ja. Aber nicht so heiß, wie ich dachte. Das ist echt geil. Ja, okay. Oh, ja, kann man gut essen. Jo, Boris. Wir haben Fleischbällchen. Ja, geil, hab ich auch. Wow. Die sehen tatsächlich aus wie meine. Wie krass. Sind dann auch in so einer roten Suppe. Ja. Mmmh. Yummy, yummy. Aber ich bin lecker. Ja, war. Geht voll gut klar. Mhm. Ich möchte das auch probieren. Kannst du machen. Weißt du, die ganze Zeit nicht da, ja? Und genau in der Sekunde, wo es zu probieren kommt, ist das Zufall? Wie lange standst du vor der Tür? 3 Stunden stand ich jetzt vor der Tür. Oregano. Ja, lecker. Nein, sehr lecker. Nein, schmeckt echt schon lecker. Schmeckt lecker, oder? Ja, kann man machen. Weißt du, wie viel Oregano da drin ist? 2 Kilo. Gefühlt schon. Ja. Ein bisschen mehr. Ja. Doch, schmeckt wirklich gut. Also ein bisschen Salz viel. Nee, das kommt durchs Alter. So, das waren Joey Spookys Fleischbällchen. Ist cooler geworden als gedacht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Sieht aus wie mein Pimmel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.